Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Vaporum. Jo, wir sind immer noch auf der dritten Ebene, der Haunted-Ebene. Und cool, ich sehe hier oben gerade, dass Koordinaten eingeblendet werden. Jo, sind Koordinaten. Jetzt bin ich nämlich auf 818, jetzt bin ich auf 918. Jo. Gut. Das könnten wir verschieben, aber ich gehe erstmal weiter gucken. Weil ich habe immer noch keine Ahnung, wie in diesem dieser Etage die Secrets aussehen. Deswegen genau umgucken. Wow. Hi. Du bist garstig böse auf mich, ja? Gemein. Die verstecken sich jetzt schon in Kisten. Ich hasse diese kleinen Nervekrabbler. Ah, genau, stirbt. Und die geben auch fast nichts. Lift Gearbox. Okay, da brauche ich wohl irgendein Teil, um hier den Lift zu aktivieren. Ja, weil der ist noch auf Rot. Maybe I can find a replacement for it. Oh, und der Hebel fehlt. Okay. Wir könnten hier durch, also hier was öffnen. Und wir könnten hier was öffnen, okay. Dann will ich aber erstmal zurück zu der anderen Kiste und die verschieben und gucken, was da ist. Okay, weiter geht's nicht. Was hat mir das jetzt gebracht? Ach, ein Knopf. Oh, eine Kiste. Und ein Secret, okay. Ja, tolle Secrets manchmal. Eine Energy Cell und, was ist das? Tinkerer Harness. Unique Tauma Body Armor. Also ja, das ist ein Tech Body, also nicht unbedingt was für uns. Weil ich möchte mich lieber auf Combat und Toughness konzentrieren. Gut, dann öffne ich mal hier als erstes. Mach sicherheitshalber ein Quick Save. Gleich noch eine Tür. Das hier sieht verdächtig aus. Vor allem, ich sehe da hinten was grün schimmern. Also ist hier schon ein giftiges Vieh. Und es ist zugegangen. Okay. Oh, und das giftige Vieh kommt auch gleich. Hinter mir Säure. Okay, du bist erledigt. Ich sollte erst kämpfen und dann plündern. Oh. Säure. Na dann komm her. Ich fürchte dich nicht. So, jetzt wirst du wieder Säure machen. Das heißt, ich kann mal kurz umschalten und auf dich schießen. Mal sehen, ob du jetzt gleich wieder Säure machst. Ja. Ah, ich brauche dringend mehr Treffergenauigkeit mit Pistolen. Sonst bringt es das nicht wirklich. Es ist was aufgegangen. Jetzt kommt da noch ein Viech. Vor allem wieder so ein kleiner. Geh einfach sterben. So. Gut. Ja, als ob ich dem Raum hier vertrauen würde. Gut, erstmal die Wände abgucken, ob hier irgendwas ist. Nicht, dass ich jetzt was gesehen habe. Also wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wie hier die Secrets aussehen, abgesehen von dem einen, das ich jetzt gefunden habe. Sind hier ja noch zwei weitere.
Okay. Wie ich mir gedacht habe. Ja. Genau, springt zurück. Dann... Oh, es sind zwei von euch. Sehr schön. Aha. Jetzt bin ich ein bisschen in der Patsche, also britzel ich mal. Oh, ein Level Up. Das kam gerade praktisch. So. Hier drin ist nichts. Und ja, ich bin mir bewusst, dass da noch immer die böse Kanone ist. Mit dem Hebel deaktiviere ich wahrscheinlich die Kanone und lasse das Ding hoch. Das will ich allerdings nicht. Schieß mal. Dann schieße ich zurück. So kann ich die nämlich ein bisschen verarschen. Wo kostet mich das einen Haufen Munition? Kann ich nicht einfach näher rangehen und sie hauen? Ja, kann ich. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich mit Knüppelwaffen mehr Schaden bei ihr mache. Ich habe ja sogar noch hier einen Zweihand-Hammer. Bonus Damage on every third successful attack. Mehr Damage an mechanischen Gegnern. Da probieren wir es einfach mal. Ja, schon mal ein Miss. So. Ich mache aber auf jeden Fall schon mal mehr Schaden mit dem Ding. Immerhin 20 Fumium. Also für sowas ist der Hammer nicht schlecht. Sollte ich ihn aufheben? Ja, das sieht so aus, als ob da gerade die Plattform wieder eingefahren ist. Gut. Das heißt, ich habe jetzt einen Silver Key. Den werde ich wahrscheinlich hier dann brauchen. Jo. Ich höre ja definitiv irgendwas rumlatschen. Das hier ist wieder so ein Tor von der anderen. Who's there? Okay, hier ist jemand. Definitiv. Hier sind auch jede Menge Kisten, die ich verschieben könnte. Vor allem Kisten, die ich vielleicht sogar falsch verschieben könnte. Und das waren definitiv Schritte. Also ja, will ich hier weiter. Vor allem hier ist nur eine Truhe. Das heißt, es gibt garantiert hier irgendwo wieder ein Secret-Hebel und das hier ist ein Secret-Bereich. Das kann ich nicht da lang verschieben. Ich kann es nur da lang verschieben. I don't know what this place is about, but I get this weird feeling. Something about these walls, these gears and even these bolts. Not alone in this prison. Und noch ein Secret mit einer kaputten Schrotflinte. Wankworth's Crowbar.
Interessant. Arachnids. At first figuring out the Arach... Spinnen. Zuerst war es lustig und herausfordernd, die Arachniden-Prototypen zu designen oder eben herauszufinden. All diese erstaunliche Technologie, neue Fumiumzellen, erweiterte Entladungsröhren, fortgeschrittene Blaupausen, übersetze ich das jetzt mal grob. Mann, ich habe meine Seele in dieses Projekt gesteckt. Ach so, es geht um diese kleinen, garstigen 5-Fumium-Nerveviecher. Diese Spinnenmaschinen sind ein Kunstwerk. Aber nun, nach mehreren Monaten in der Produktion, meine Motivation und mein Wille verblassen langsam. Ich muss nun ehrlich zu mir selber sein. Ich weiß, ich habe immer noch nicht verstanden, warum ich so viele von ihnen mache. Um genau zu sein, was ist der Zweck von all dem? Was wollen wir damit erreichen? Henry Runcalf, Chief Robotics Engineer. Also ja, Secret gefunden. Da mache ich das hier auf, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das hier aufkriege. Weil hier kann ich nichts aufkriegen. Das war ein Weg. Ich hätte es auch hier reinschieben können, theoretisch, oder? Nee, hätte ich nicht können. I need a key. Wieder ein Schlüssel. Oh, hi. Da muss ich ein bisschen zur Seite gehen. Das war ein schöner Hit. Au. Jetzt sollte ich mich möglichst nicht bewegen. So. Gut. Das war dieser eine Fumium-Roboter. Oh, da ist noch ein giftiger. Hm. Da bin ich nicht so schnell aus der Säure rausgekommen. Au, das hat wieder ein bisschen wehgetan. So, und der ist auch Geschichte. Sehr schön. Und ich habe vergessen, mein Circuit auszugeben vom letzten Level ab. Hm.
bessere Handguns für mehr Munition. Mehr Damage, dass ich auch endlich auf die Zielsicherheit komme, oder mehr Damage durch Blade Weapons. Könnte auch mehr Integrity und mehr meine Blockchance erhöhen. Erstmal doch lieber den Fernkampf verbessern, so. Da brauche ich für beide Seiten einen Schlüssel und ich sehe da drin Füße. Oh, hi, Hammerkumpel. Okay, das bringt mich wieder hier zum Eingangsbereich. Ich denke mal, bevor ich in der Gruselkammer mich weiter umsehe, gucke ich mich mal hier um. Ich muss auch immer noch hier reinkommen. Aha. Ein Hebel. Ob das so klug war? Hier ist auch wieder eine Tür. Die sich nicht so einfach öffnen lässt. Es muss ja aber irgendwo einen Knopf oder einen Hebel oder so geben, mit der man das öffnen kann. Muss nur gucken, wo. Ach so, da ist der Hebel, okay. Ach je. Okay. Ja, jetzt sitze ich in der Falle. Jetzt sitze ich ganz böse in der Falle. So. Au. So. So. Zeug, Zeug. Das Zahnrad, was ich brauche. Ein Verbandskasten und The Calling. I've always felt it, or rather the lack of it,
my purpose in life. I always knew there was something out there for me to do, to follow, to carry out. I just didn't know what it was until today. I think I just found it. Thorium is so intriguing. It drives me crazy, in a good way. I'm coming up with ideas on how to use it every day, and the substance never ceases to amaze me on how flexible it is. We already have a working fuel prototype, which outdoes even the most modern diesel solutions. At this early stage, is there any limit on what we can do with this? Marcus has taken notice of my constant overtime. I admit, he's right, I should spend more time with him. And being pregnant, I should definitely take more time to rest. But I just can't help myself. I'm thinking about the research all day long. Also ja, im Großen und Ganzen ging es darum, dass Thorium super toll ist. Aber auch sehr unerforscht noch. Und dass sie eigentlich nicht so viel Überstunden schieben sollte, weil sie schwanger ist. So, damit haben wir schon mal den Teil des Aufzugs. The handle's missing. Maybe I can find a replacement for it. Und ja, da ich so viel Munition habe, kann ich mir irgendwo die Stats angucken, wie ich gerade feuere. Also, sonst könnte ich mir noch eine zweite Pistole einfach mit reinpacken. Ja, minus 35% gerade. Hm. Ah, ich sehe es sogar hier unten. 20% weniger Schaden, okay. Jetzt müsste das weg sein, ja. Gut, also muss ich mich weiter hier umschauen. Ein Gang, ja.